Och Mann, habe ich Pech. Der will sich einfach nicht entrollen. Ja, was mache ich denn dann? Ich schätze, ich mache erstmal eine Shore-Einlage und versuche noch ein bisschen auszuhalten mit Mario, dass er nicht gleich direkt stirbt. Ja, und ansonsten... Sie nicht. Nee, ehrlich gesagt... Nochmal Shore-Einlage. Ich muss eigentlich nur warten, bis alle drei normal stehen, dann Erdbeben, habe ich gewonnen. Ja, toll! Es geht irgendwie nicht anders, oder? Habe ich es einfach versaut? Kann das irgendwie sein, dass ich einfach versaut habe? Weil ich mache gar keinen Schaden jetzt gegen die. Nee, ehrlich gesagt, einmal versuche ich es noch. Eine Runde auszuhalten. Bisschen Scheunlage, bisschen aufleveln, aufladen. Ja! Oh, perfekt! Kurz bevor ich down gehe. Jetzt stirbt! 10 Schaden! Ich habe ein bisschen zu viel, glaube ich, geupgradet. Oh mein Gott! Endlich besiegt. Ui, 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 ui. Hat das genervt. Bomba Luigi hat gewonnen! Yippie! Und kriegen wir dafür mehr Geld oder wieder nur 4 Münzen? Ne, 10 Münzen diesmal, weil wir es richtig gemacht haben. Yeah, 10 Münzen! Rang 15. Sehr schön. Freut mich, dass wir endlich das hinter uns bekommen konnten. Mhm. Der Hotdog schon draußen soll was Neues im Angebot haben. Wo wohl ein ganzes Bubu-Ei drin ist. Wusstest du, dass dieser Hotdog seine KP und BP im Kampf wieder auffüllen können? Echt nahrhaft. Keine Sorge, ich krieg keine Provision. Ich bin einfach nur begeistert. Probier's doch mal. Also ich hätte die Provision eigentlich gegönnt, aber okay. Probieren wir's mal. Ich will jetzt mal hier rausfinden. Ich glaube, rechts geht's raus, aber ich wollte mal hier abspeichern eben. Oh, und ich bin erschöpft. Ich sollte mich nochmal ins Bett legen. Dann wollen wir jetzt mal rausgehen. Also, er hat gesagt, es gibt ein Bubu-Ei oder sowas im Angebot. Bin mal gespannt, was er damit meint. Ist das vielleicht irgendein Ei, was uns Steroide gibt und uns richtig aufpowert? Damit wir hier auch richtig den Gegnern einmischen können. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Oh nein, ich bin verloren! Hä? Das Ei! Das ist ein Yoshi-Ei! Und es lebt! Mein Ei ist geflohen! Kann es denn nicht jemand wieder einfangen? Doch, wir können das doch einfangen! Oder? Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Na, nicht ganz. Verdammt! Jetzt habe ich's! Voll draufgehauen, als ob das nicht so kaputt geht auf einmal. Ah. Oh nein! Ich muss wohl erst fliegen lernen, um mein Ei da wieder runterzubekommen. Stell dich so dumm rum, überleg dir lieber, wie man mein Ei kriegen könnte. Dann müsste fliegen können? Ja, aber gibt es nicht hier rechts einfach? Naja, also da oben. Da gibt es auch diesen Papierflug. Das Papierflugfeld. Ja doch. Ich glaube, so kommt man dahin. Vielleicht soll es sich hier eigentlich noch gar nicht sein am Anfang. Ich habe das ja vielleicht viel zu früh entdeckt. Das kann sein. Oh, schaff ich's. Nein. Ah, das ist einfach nicht meins. Das mit Papier fliegen, das ist einfach nicht meins. Ich habe das überhaupt nicht drauf. Aber okay. Beim ersten Mal. Vielleicht habe ich mich einfach nicht gut genug angestellt. Ich hatte einfach nicht das Fighting Spirit in mir. Komm schon jetzt. Hat geklappt. Sehe ich einer als ein Win. Ein ziemlich buntes Ei. Und hast du gesehen, wie ich springen kann? Ganz schön fit. Da wird einem ja schwindelig, wenn man an Eiergerichte auch nur denkt. Lass uns das Ei schnell schnappen und einen Hotdog zum Dank kassieren. Jo, da hast du wohl recht. Wie bitte? Du weigerst dich, verspeist zu werden? Das ist ja sowas von süß. Was meinst du dazu, Mario? Soll ich ihm helfen? Nein? Warum sollten wir diesem irren Ei helfen? Ach Mario, sei nicht kindisch! Jag dem Armen, bring mir so einen Schrecken ein, das ist ein Baby! Na los, jetzt kannst du beweisen, dass du schon groß bist, Mario! Mein lieber Herr Hotdog-Verkäufer, es sieht ganz so aus, als wollte das Ei hier nicht verwurstet werden. So dringend wird es doch auch gar nicht benötigt, oder? Oh, schon gut, so ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Geh, wohin du willst, Kleiner. Also mach's gut.
Hä? Was? Was willst du? Du willst mit uns kommen? Das kann doch jetzt nicht ernst sein, oder? Ah, das meint es tatsächlich! Was soll mit so Mario? Geht nicht, Mann! Nein! Ach, sei doch nicht so gemein, Mario! Hör zu, Kleiner! Mach, was du willst, aber geh uns nicht auf die Nerven! Ja, okay, komm. Hä, oder folgt es uns jetzt? Oh, es folgt uns jetzt! Okay, das ist interessant. Es wird aber auch gar nicht in der Party angezeigt. Wir haben jetzt einfach ein Ei. Okay, krass. Ich schätze, wir kämpfen damit jetzt einfach weiter. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht wirklich sicher, was wir mit dem Ei jetzt anstellen. Ich glaube aber, ich werde jetzt erstmal abspeichern. Und, was ist denn hier? Hey, Bamba, wie geht's dir? Ich habe einige hochinteressante Dinge herausgefunden. Hast du schon einmal etwas über die 7 Mysterien der Arena gehört? Über diese Arena kursieren viele Gerüchte, aber einige sind besonders rätselhaft. Diese 7 Mysterien. Mich hat das brennend interessiert, also habe ich mich etwas umgesehen. Was meinst du? Möchtest du etwas über die 7 Mysterien hören? Boah, was zur Hölle? Okay, geflickte Wand. Im Aufenthaltsraum der 2. Liga gibt es ein zugestopftes Loch in der Wand. Dahinter sollen sich die Überreste ehemaliger Kämpfer befinden. Aha. Menschen fressen eine Toilette? Irgendwo in der Arena soll es eine Toilette geben, die Menschen frisst. Wem das jemals passiert ist, vermeldet es natürlich, das ein zweites Mal zu erleben. Rätselhafte Treppe. Irgendwo hier gibt es einen zweigeschossigen Raum. Hier ohne Treppe. Da scheint niemand jemals ins obere Geschoss gekommen zu sein. Trotzdem sollen von dort oben manchmal wehklagende Stimmen zu hören sein. What? Okay, Geisterzimmer. Im Zimmer des Champions soll es Geister geben. Man hört sie wohl leise flüstern, wenn man ganz still ist. Vielleicht die Rachegeister jener, die gegen den Champion so richtig verloren haben, wenn du weißt, was ich meine. Oh Gott, seltsames Leuchten im Ring. Der Freund eines Freundes meines Freundes hat das mit eigenen Augen gesehen, ich schwöre, Mann. Manchmal ist im menschenleeren Ring ein seltsames Leuchten zu sehen. Aber da die Tür verschlossen war, konnte er nicht hineingehen und nachschauen. Ich muss unbedingt versuchen, dasselbe Mal zu sehen. Ja, viel Glück, du. Spurlos verschwunden. Anscheinend verschwinden gelegentlich Kämpfer aus der Arena. Auch der erste Champion, Dark Toadstar, ist angeblich spurlos verschwunden. Nein, glaube ich nicht. Clubbound und Toadscover. Ist nicht Clubbound Pokémon? Was mir aufgefallen ist, für einen über 60-Jährigen ist Clubbound noch ziemlich knackig. Er muss ein ungeheuer gutes Trainingsprogramm haben. Und über Toadscover kursiert auch ein seltsames Gerücht. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie plötzlich. Ein Kämpfer hat mal beobachtet, wie sie zur Toilette gegangen ist. Und sie soll ewig nicht wieder rausgekommen sein. Was? Wie verdächtiger ist, die Toilette so lange zu beobachten? Ja, eigentlich schon, Kollege. Weißt du, ich hatte diese Mysterien für mehr als bloß Gerüchte. Irgendwie, keine Ahnung, warum, aber das alles scheint mir sehr verdächtig. Eines Tages werde ich diese 7 Mysterien aufklären. Falls es dich da auch noch interessiert, kannst du mich jederzeit fragen. Okay, wie du meinst, Kollege. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal ready für unseren nächsten Kampf. Was zum... Hey, du willst jetzt chillen, oder was? Okay, dann chill halt. Bip, bip. Gering. Weiter geht's. Nächster Kampf. Oh, hallo Bomba. Du möchtest also den nächsten Kampf anmelden. Okay. Rang 14. Du kämpfst gegen die Banditenbande. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Zeig mal einen guten Kampf. Okidoki. Sorry, nicht Hammer. Ja, nicht den Hammer benutzen. Wow. Bamba, das Ei darf nicht mitkommen. Okay, dann wartet das halt hier auf uns. Bin gespannt, was es mit dem Ei auf sich hat. Hier wird er mich echt unsicher. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi. Oh, die Fleckenvollstöcker, die Banditenbande. Mit unserem Templo könnt ihr niemals Schritt halten. Hey, das ist doch der, der uns gerade irgendwas erzählt hat von 7 Mysterien. Und jetzt wird er gegen uns kämpfen? Ja, okay, er muss gegen uns kämpfen wahrscheinlich. Die Koopa-Bande muss ja auch gegen uns kämpfen. Wir können es ihnen also nicht übel nehmen. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr erstmal über sie herausfinden. Also, Gombrina,
Mach dich schlau und erzähl es Mario. Na gut, das ist ein Bandit. Bei seinen Angriffen stiehlt er dir Münzen. 5 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein belämmertes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Also willst du mir sagen, die sind eigentlich nur hier, nicht um irgendeinen Preis oder so zu gewinnen, sondern wirklich einfach nur, um mir Geld zu klauen? Das ist ja traurig. Das ist wirklich traurig, Mann. Aber, okay. Boah, nein. Diebstahl. Was macht der? Oh, er klaut Items. Okay, nur der Trockenpilz, aber trotzdem. Wie traurig der jetzt war. Er hat nichts geklaut, Mann. Oh nein. So, scannen wir mal die Grünen. Also, wir wissen jetzt, die klauen Items. Aber ich will es nochmal von ihr gesagt bekommen. Ja, das ist ein großer Bandit. Aber auch große Banditen sind Überbieten. 8 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Große Banditen stehlen übrigens nicht nur Münzen, sondern auch Items. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn du die Verteidigung richtig timest. Sonst musst du die Banditen schnell besiegen oder sie verschwinden mit dem Diebesgut. Ja, aber doch nicht in diesem Kampf, oder? Die werden doch jetzt nicht in diesem Kampf abhauen mit den Sachen, oder? Ich hoffe es nicht. Juhu, juhu, juhu. So, schön Damage machen auf alle. Was, die hauen wirklich ab? Nee, er nicht. Er will unbedingt noch was klauen. Aber er hat nichts gefunden. Haha. Er hat mal so Glück gehabt. Der kann nicht immer was klauen. Nur wenn er selber es richtig macht. Und das hat er gerade nicht. Und dafür kriegt er jetzt den Jump. Juhu. Okay, es reicht zum Glück noch für meinen Lalalala-Leveler. Wahoo. Level up. Okay, was machen wir als nächstes hoch? OP. Machen wir die OP. Wollte BP sagen, aber ich mache OP. Einfach mit diesem einen Orden, den wir hatten, der so geil war, aber 6, glaube ich, gekostet hat. Den könnten wir uns jetzt vielleicht geben. Mal schauen. Wahoo! Und der Gewinner ist Bomber Luigi! Mal wieder! Ja, wie leicht! Ja. War schon relativ einfach, aber mal ein bisschen was gelernt über den Gegner. Bitte, hier, 10 Münzen. Okay, wir haben jetzt keinen höheren Gehalt bekommen dafür, aber okay, Rang 14 erreicht. So, bis zum nächsten Mal. Alright, und was hat das Ei dazu? Hey, übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Sie mag Saft, ich mag Saft. Wir haben echt schon so viel gemeinsam. Du sollst unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Soll das jetzt der Tipp sein, dass das Toads Nova genauso aussieht wie die Frau in der Bar? Weil das ist mir auch schon aufgefallen. Boing, boing. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Ei auf sich hat, ne? Das macht mir irgendwie Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wisst ihr was? Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich speichere erstmal ab. Hör, was ist das? Ei folgt mir jetzt. What? Also da wird auf jeden Fall irgendwas schlüpfen gleich. Vielleicht ein neuer Partner? Aber ich weiß nicht, vielleicht... Boah, vielleicht muss ich irgendwas Bestimmtes machen für dieses Ei. Bin mir nicht sicher. Machen wir erstmal weiter. Ich habe einfach mal zur Sicherheit abgespeichert. Hi Bomber, nächster Kampf? Okay. Rang 13, du kämpfst gegen Piranha und Co. Im folgenden Kampf wirst du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen, ja? Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet, also nimm etwas Rücksicht. Und sag mal einen guten Kampf. Okay, wir sollen uns also beeilen, weil der Herr noch mit seiner Freundin verabredet ist. Verstehe. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich jetzt jeden Kampf kurz abspeichere. Zumindest solange ich dieses Ei habe, weil ich habe das Gefühl, dass das irgendwas macht, das Ei. Die Gegner im folgenden Kampf sind Papa Luigi und die lebensgefährliche Piranha und Co. Also los, Mario, wir schaffen das. Ja, werden wir es zeigen, Mann. Okay, dann los geht's, wir machen ein Date, Mann. Beeil dich bitte. Wir sollen uns beeilen? Aber ich muss meine Gegner erstmal scannen. Habe ich recht? Oder habe ich schon die alle gescannt? Oh, ich habe schon alle gescannt. Hm. Na gut. Dann besiegen wir sie Runde 1 mit dem Maxi-Beben. Meine, wie gesagt, bisher Lieblingsattacke. Sie macht einfach
so viel Schaden und das auf alle Gegner. Ist auch mehr oder weniger so das Stärkste, was wir gerade haben, ne? Gut, dafür kostet es schon recht viel Sternenergie, aber das ist fair und worth it, finde ich. Bam, bam. Man sollte auch nicht spammen können, wäre ja viel zu kaputt. Oh, es läuft gut, es läuft gut. Excellent day! Bam! Was für 5 Runden! Runde 1 vorbei! Sehr gut gemacht. Okay. Unser Gewinner ist mal wieder Bombaluigi! So geht das! Yeah! So geht das! Da stimme ich ja voll und ganz zu. 12 Münzen diesmal. Hat sich verbessert. Ja. Und Rang 13. Okay. Okay. Muss ich mit dem Ei vielleicht bis Runde 10 schaffen oder so? Hey, weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen, ja? Weiter komme ich eh nicht. Der nächste Kampf wird mein letzter sein. Ein bisschen traurig bin ich schon, aber so ist es nun mal. Nicht jeder kann Sieger sein. Aber du gefällst mir. Also vergiss den alten Marono nicht. Das bin ich. Okay, Marono. Du bist mein Number One Fan. Ich werde immer an dich glauben. Ich werde niemals vergessen, was du für mich und meine Familie getan hast. Und ich werde mein Leben lang dir dankbar sein, dass du an mich geglaubt hast. Ja. Ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen. Machen wir den nächsten Kampf. Oder will uns das Ei was sagen? Nee. Aber das ist doch safe ein Yoshi-Ei, oder? Obwohl es ja auch so ein bisschen aus dem Pokémon-Ei. Aber da würde jetzt kein Pokémon draus schlüpfen. Das wär's aber. Ah, Bomber, nächster Kampf schon? Okay. Also, der nächste Gegner ist Rang 12, die Hypersteine. Einfach nur kannst du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen. Kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinem Mitschreiter nicht hinterm Berg halten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist, Mario. Bomber Luigi. Werde ich tun. Denn es ist ja, wie gesagt, meine Aufgabe und meine Bestimmung. Also los geht's! So. Ein wahnsinniger Kampf geht hier los. So, Bombaluigi und die stolze Spezialeinheit, die Hypersteine, treten gern an! Den schlagen wir im Handumdrehen! Ich glaube, euch zerschlagen wir mit, wie ist er? Wie ist die Attacke bei Pokémon? So vor allem? Zerbrechen? Nee, wie ist das? Bröckler, keine Ahnung. Ich müsste es ja eigentlich wissen, aber. Na gut, passt schon. Ja, wir sollen einmal scannen. Mach ich mal. Wir müssen die so oder so scannen. Boah, wie viel Verteidigung haben die? Hast du übel, Mario? Was ein Hyperkarl! Ein Steinmonster, genau wie Kirk und Karl Kirk. 3 KP zu Angriff und 2 Verteidigung. Wenn sie sich aufladen, bringt ihr nächster Angriff sogar 8 Schadenspunkte. Hypercards haben zwar nur wenige KP, aber dafür sind sie hart und immer gegen Feuer. Am besten greifst du sie wohl mit Items an, bevor sie sich aufladen. Items sagst du? Hab ich überhaupt irgendwas? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ja, hier habe ich aber auch nichts, ne? Okay, weißt du was? Ich mach jetzt mal einen Charge. Wozu habe ich den denn? Wenn ich ihn auch nicht benutze. Und dann mach ich vielleicht den Erdbeben. Oh damn, die können sich auch alle aufchargen. Machen die es auch? Oh mein Gott. Plus 6. Und wir können nur plus 2 machen. Gibt es da vielleicht einen Orden für? Ach, ab Orden. Ich habe meinen Orden nicht geändert, ich Idiot. Ach man, ich habe wieder vergessen. Okay. Ich versuch's mit dem Erdbeben. Ja! Oh, schön. Sehr schön. Das hat geklappt. Oh yeah, just what I needed. Und der Gewinner ist Bombaluigi. So geht das. Mann, die Kämpfe sind wirklich einfach geworden. Ja, wieder 12 Münzen. Behalten. Wieder so ein Kampf, ne? Rang 12. Kommt immer näher. Sehr, sehr nice. Wir sind schon fast durch. Okay, 12 Kämpfe noch, aber trotzdem, es wirkt schon, als wären wir ziemlich weit, finde ich. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher wegen dem Ei. Ich will nicht irgendwas falsch machen. Na gut, vielleicht soll ich genau deswegen dann nicht abspeichern, aber jetzt bin ich schon zu tief drin. Jetzt muss ich immer wieder abspeichern. Jetzt bin ich, wie gesagt, schon zu tief drin.
kann mir hier keine Fehler mehr erlauben. Ich muss alles perfekt machen. Okay. Badam. Nächster Kampf. Ah, jetzt sieht man das auch. Dass der Cooper da rechts weg ist. Der ist nicht mehr hier. Ah, Bomber. Nächster Kampf. Okay, dann holt der Gegner. Rang 11. Du kämpfst gegen die Bomb-Air. Einfach nur kannst du dem Publikum mindestens eine Show-Einlage zeigen. Ich hab dir schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. Also zeig mal einen begeisterten guten Kampf. Alles klar. Nur noch der Bob-Omb und der Hyper-Karl, den wir vorhin besiegt haben. Nur noch die beiden sind hier. Ach, kämpfen wir jetzt gegen den Bob-Omb? Wir haben ja gerade gegen seine Hyper-Karl-Bande gekämpft. Ha. Das kann sein. Ja, ist sogar so. Okay, krass. Wechseln wir ab Runde, ab Rang 10 in den Raum? Bomber Luigi gegen die Hochexplosiven, die Bomber! Lass uns was besiegen! Also los, Bomber! Okay, los geht's, meine Damen und Herren! Okay, habt ihr gehört, let's fight! Let's do this! Boah, die sind richtig böse. Aber lass uns erstmal abchecken, was sie überhaupt können. Babadabam, babadabam, nyeo, blöp. Nicht anzünden, danke. Das ist ein Bob-Omb. Bob-Ombs sind im Kampf sehr temperamentvoll. 4 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Nehmen sie Schaden, werden Bob-Ombs sehr ärgerlich. So ärgerlich, dass sie vor deinen Augen explodieren. Der Schaden ist hier enorm. Wenn sie sauer sind, explodieren sie sehr schnell. Dann besser nicht springen. Hammer- und Panzerattacken oder Angriffe mit Items sind die eine kluge Idee. Ich frage mich nur, wie die Bob-Ombs kämpfen gewinnen, wenn sie sofort explodieren. Tja, wir sind halt keine Bob-Ombs. Wir können das einfach nicht nachschätzen. Ja. Ist halt so. Bams. Oh oh, das war eine dumme Idee. Ich hab alle auf einmal angezündet. Boah, Alter, 5! Oh, Alter! Ich muss danach ins Bett gehen und mich heilen. Warte da, was heißt das jetzt? Arme Gumbrina. Okay, doch, ich krieg aber deren... Ich hab die Mission nicht gemacht. Ich hab keine Scheunlage gemacht. Whoops. Mein Fehler, hi. Ja, 4 Münzen. Klein Gehalt. Okay, wir müssen den Kampf erneut machen. Aber ich würde sagen, wir heilen uns erstmal nochmal ganz schnell, oder? Ich heile mich nochmal ganz schnell. Och man, das war jetzt doof. Oh nein, habt ihr gesehen, wie Gumbrina hier so geschaut hat? Sie war total erschöpft, die Arme. Das wollte ich gar nicht. Okay, diesmal haben wir den Kampf genauso wie gerade. Nur, dass wir mit Gumbrina erstmal eine Scheunlage einsetzen. Nee, warte was? Ich darf den Partner nicht wechseln. Was beängstigend. Was? Okay, da meinte gerade, ich darf jetzt eine andere Mission machen. Meinen Partner nicht wechseln. Okay. Sind die immer random? Oder gibt es pro Kampf immer so 2, 3 verschiedene Missionen, die da immer drankommen können? Ich weiß nicht, wie das funktioniert hier. Das war sehr seltsam auf jeden Fall. Ah ja, überspringen. Ich feiere die Musik hier immer noch. Lol, die Bubu schauen jetzt auch zu. Das ist cool. Darf dein Partner nicht wechseln. Okay, da darf ich nicht auch so sehen, Y drücken. Okay. Ja, machen wir das gleich wie vorhin. Hat ja so gut funktioniert. Ja, das ist eine dumme Idee, aber... Ja. Ein Schaden lieber als die 4, 5, die die machen. Ja. Boah. Und er? Hat ein Item. Wow, was zur Hölle? Was zum... Wir sind eingefroren. Wir können uns nicht bewegen. Ja, okay, der wollte nur unbedingt sicher gehen, dass Mario auf 3 Leben runterbleibt. Hey, die XP nehme ich aber gerne mit. Immer wieder 8 XP, nice. Okay, diesmal hast du wirklich gewonnen, Bamba. So geht das. Sehr gut. Aber hey, sag mal, was ist das eigentlich mit dem Ei? Okay, 12 Münzen. Rang 11. Alles klar. Das hier ist alleine, man sieht sich. Okay. Ganz schön einsam hier, seitdem Maruno weg ist. Mein Schwächling weniger. Kein Grund zu jammern. Hat sich wohl überanstrengt. Hm? Das ist ein Zwipper? Wie ist die? Also, das hier ist eine Garderobe. Da beginnst du in der 2. Liga. Und wenn es dir nicht gefällt, tja, dann solltest du dich mal besser anstrengen.
Wenn du bereits im Kampf bist, werde ich an diesem Computer. Gib mir einen Angriff, dann schaltet deiner Chef. Du lass dich ablehnen. Du bist gleich. Lock dich wieder ein. Wieder in den Kampf. Okay, sie bringt ihm alles bei. Geh zum Computer. Schnell. Hörst du schwer? Hallo Flop, super, dass du gleich versuchst, hier zu kämpfen. Ich wusste, dass du ein Kampfgeist. Den ersten Kampf wirst du mit den Goomba-Brüdern liefern. Ganz easy, glaub mir. Zeig dem Publikum einen knackigen Kampf. Und sorge für Stimmung. Zeig im Kampf einen dreifachen Salto. Die Beginnregeln wird die Totskurve erklären. Also, good luck. Ah, du wirst also kämpfen. Warte, bis du abgeholt wirst. Sieg ist derjenige, der zuerst. Ja, komm, weiß doch jeder, ey. Also, musst du auch deine Mission erfüllen. Dann steige ich den Rang auf. Das habe ich alles schon Mario erzählt, deshalb werde ich es nicht nochmal sagen. Okay, warte hier, bis du abgeholt wirst. Hallo, ich bin Flop. Nett, dich kennenzulernen. Hi. Du wirst, glaube ich, abgeholt. Kämpfer Flop, dein Kampf beginnt. Folge mir. Du wirst abgeholt. Also dann viel Glück. Okay. Armer Mario, oh nein. Ja, wir wollen uns ausruhen. Und am besten dann nochmal abspeichern, ehrlich gesagt. Was hat's mit dem Ei auf sich? Ich glaube, einen Kampf können wir noch für die Folge machen. Dass wir zumindest schon mal Rang 10 sind. Und dann beim nächsten Mal vermutlich dann die erste Liga betreten. Und nicht die zweite, so wie wir es gerade sind. Und dann wird's, glaube ich, richtig interessant hier in dem Kapitel. Also, nicht lange labern, direkt weiterkämpfen. Okay, hab's verstanden. Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 10. Du kämpfst gegen die Stahlbrüder. So ist es. Du triffst zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Enttäusche mich nicht. Gib dein Bestes. In diesem Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen. Kapisch? Okay. Eine Partnerfähigkeit, was sagst du? Verstehe. Dann würde ich sagen, auf geht's. Yo, Bomber, du bist dran. Jo. Bin ready. Let's go. Ich glaube, das Ei wird schon sehr bald schlüpfen. Oder ich mache irgendwas falsch. Vielleicht sollte man schon damit rausrennen oder so. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi, der ist auf Rang 11, versucht erbittert in die Erstliga aufzusteigen. Hier hat unsere Chance, die auf Rang 10 platzierten Stahlbrüder! Begrüßen wir nun den Herrn, den bärtigen Barbaren, Bomber Luigi! Bomber! Aus dem Platz! Du siehst! Dieser Bart! Ja, Mann, dieser Bart. Ich hab ihn schön hochgelevelt auf meinem Bartrang. Mein Bartlevel. Bomber Luigi, wie ist deine heutige Kondition? Du kannst mich. Naja, schon ein bisschen besser. Okay, an Motivation fehlt es ihm scheinbar nicht. Was zum... Das sind die Stahlbrüder? Wir warten, gib's ihnen! Fiese Stacheln! Bedrohliche Gegner! Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch, ein Wurm, Plankton! Oder ein Pantoffeltierchen wie du sollte zu Hause bei seinen Venusspielen bleiben! Und du Spross einer Gnomen, Wurzelzwerg, Staubkorn! Und so weiter und so fort. Du wirst es nicht nochmal wagen, uns herauszufordern. Ich merke das jetzt, sie haben rote und grüne Schuhe, so wie Mario und Luigi, deshalb die Brüder. Aus dir Milchbart machen wir Hackfleisch mit Püree. Hörst du? Dein letztes Stündchen hat geschlagen, du Hochstapler. Bumm. Hast du kapiert? Na gut, du bereust noch früh genug, dass du uns herausgefordert hast. Diese stahlharten Körper mit den alles durchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Du kannst machen, was du willst. Es wird alles umsonst sein. Schau dir die Sonne nochmal an. Vielleicht siehst du dir das letzte Mal heute. Wow, was eine Durchsage. Lassen wir den Kampf beginnen. Oha, die wollen es mir also jetzt richtig zeigen, was? Na gut. Die sind aber so riesig, ne? Wir müssen gewinnen. Das sichert uns unseren Platz in der ersten Liga. Wir müssen alles geben. Keine Chance. Wir werden schon sehen, wer der Chef im Ring ist. Nutzt mindestens einmal eine Partnerfähigkeit. Ja, mache ich jetzt so oder so direkt von Anfang an. Muss erstmal scannen, was ich hier vor mir sehe. Die beiden gleich, weil die sehen beide anders aus. Das ist ein Stahlkirk. 6 KP, 4 Angriff.
Verteidigung unbekannt? Was soll das? Hier steht, viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach. Also, sollen wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Fliehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, wir fliehen doch nicht. Aber warte mal, du meintest gegeneinander stoßen? Vielleicht so ein Hammerangriff könnte reichen? Nein. Wow! Okay, sie rammen ganz langsam auf uns zu. Das wird schwierig. Hat der vielleicht noch mehr Info? Weil den muss ich halt auch nochmal scannen. Habt ihr ja gesehen, der hat seine eigene Leiste gehabt. Noch ein weiterer Stahlkirk, aber diesmal mit grünen Schuhen. Vermutlich der kleine Bruder. 6 KP für Angriff und wieder unbekannt. Was soll das? Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Mario, wir sollen die beiden euch gegeneinander stoßen. Oder wir fliehen. Sollen wirklich fliehen? Nee. Boah, aber ich weiß aber wirklich auch nicht, was wir gegen die ausrichten könnten. Vielleicht ein Maxi-Beben? Sollen die gegeneinander stoßen? Haben wir vielleicht einen Partner, der das kann? Body Slam und Windkraft. Panzer, Verteidigungswert ist 1. Boah. Oder wir verteidigen erstmal. Na gut, aber die greifen ja sowieso erstmal Gumbrida an, weil sie vorne ist. Das war jetzt eigentlich komplett unnötig. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Was ist das Problem? Verdammt! Ey, ich weiß es nicht! Also sagt sie, die meisten Angriffe machen keinen Schaden? Kupio, kannst du was ausrichten? Powerpanzer vielleicht. Das könnte es sein. Nimm das! Nee. Juckt die nicht. Überhaupt nicht. What the hell? Boah, nee, hab ich keine Ahnung. Ich könnte Irona nochmal ausprobieren, ob sie vielleicht irgendwie wegpusten kann. Ja doch, das könnte funktionieren. Lass mich mal ausprobieren. Ja, okay, Body Slam auf keinen Fall. Der hat mehr Stacheln auf dem Kopf. Mit der Hurricane könnte funktionieren. Halte und lasse A los. Wird dem Bildschirm angezeigt. Ach so war das, ja. So. Bam. Nichts? Gar nichts? Absolut gar nichts? Alter, und jetzt verliere ich auch noch. Ich habe nicht mal so viel Leben. So viel kann ich jetzt auch nicht mehr ausprobieren. Hier funktioniert ja keine unserer Attacken. Wäre Verduften wirklich eine Option? Sollen wir wirklich? Okay. Dann hauen wir halt ab. Ah, rett das nicht mehr kann. Frau zuerst. Wir haben ein Ergebnis. Natürlich die Stahlbrüder. Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen dir jederzeit zur Verfügung, ne? Aber lern das mal zu kämpfen, bevor du wiederkommst. Alter. Lern das mal zu kämpfen? Was soll das denn bitte bedeuten? Bitte deine Gage. Eine Münze. Mehr bist du uns nicht mehr wert. Oha. Ich lasse jetzt alleine, man sieht sich. Was können wir tun? Oh, dieses kleine bunte Ei ist gar nicht mehr da. Wo mag's denn hin sein? Was? Hey Leute! Was? Was zum? Das ist also Bomba. Eigentlich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel. Echt danke. Was zum? Was? Du kleines Yoshi-Baby bist aus dem Ei geschlüpft? Oh, wie süß. Details interessieren jetzt nicht. Wichtig ist doch, ihr wollt also Champion werden und das Sternchen bekommen. Richtig? Alles gehört oft aus dem Ei heraus. Und weil du mich jetzt gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschlinge sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Was? Ich heiße? Ach so. Naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Du darfst mir also einen Namen geben. Aber einen coolen, klar? Verdammt, ich muss dir einen Namen geben. Ich weiß aber, dass dieser Yoshi verschiedene Farben haben kann. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas mit meiner Performance zu tun hat. Oder weil ich zu lange gebraucht habe oder so.
Boah, lass mich kurz überlegen.